Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen zum ersten Teil deiner Ich- und Du-Legung. Beachte immer auch die Legungen zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, damit dein Blick hier auf die nächste Zeit vollständig ist. Okay? Es braucht immer auch Mond, Venus und Aszendent, damit da einfach das Bild vollständig sein kann. Okay? Wir sind nicht eindimensional, wir bestehen nicht nur aus unserem Sonnenzeichen. Okay, kann ja nicht sein. Stell dir mal vor, sonst wäre ich ja jetzt am Essen. Nicht am Legen, nicht am Reden. Ich wäre noch am Essen als Stierfrau, oder? So. Schauen wir mal. Ich habe hier zuerst eine Engelkarte für dich. Okay, und dann werde ich mit den Tarotkarten schauen, was genau da zwischen euch beiden los ist. Okay, das hier ist die Energie zwischen euch beiden. Schau mal, gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Die Karten sind sehr euphemistisch, sind sehr schönredend. Gib dir Mühe, große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Also du hast da Gefühle für jemanden, Wassermann, und die Karten raten dir dazu, es zumindest zu zeigen. Zeig's zumindest, oder? Oder zumindest nicht abzulehnen. Ich nehme eine sehr ablehnende Energie von dir wahr. Lehne zumindest nicht ab. Du kannst ja neutral bleiben. Schau mal dieses Meiteli an hier, dieses herzige Meiteli. Was tut sie da? Weder Ja noch Nein sagen, wehrt hier aber auch diesen Kuss nicht ab. Ja, wir haben hier zwei Kinder, die hier abgebildet sind. Das ist der Klassiker. Wir sind als Kinder, liegt die ganze Welt uns zu Füßen. Alles kann sein, alles ist endlos, alles ist zeitlos. Niemand kann uns wehtun, niemand kann uns betrügen, belügen, mit anderen flirten. Das kennen wir gar nicht als Kind. Gell? Man verliebt sich sehr unschuldig, man verliebt sich aus dem Nullpunkt heraus. Und es ist hier für dich in nächster Zeit wichtig, dass du ein bisschen so deine Ängste mal beiseite lässt. Okay? Du scheinst schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, Wassermann. Und die hindern dich momentan hier auf deinem Weg. Und es wäre gut, wenn du sie in nächster Zeit mal ein bisschen beiseite lässt. Okay? Weißt du, wichtig ist ja, ich meine, man kann hier jetzt nichts schönreden. Statistisch gesehen geht es immer schief. Statistisch gesehen gibt es immer Probleme. Okay, das muss man sich einfach bewusst sein und darauf vorbereitet sein. Fertig. Und wichtig ist ja einfach, dass du schaust, oder? Dass du nichts unterschreibst, dass du niemanden einfach so einziehen lässt bei dir, dass du da keine Kredite oder so beziehst für irgendjemanden, dein Geld nicht abgibst, ja? Ausgeben für jemanden ist was anderes wie Geld abgeben. Das sind ja so die Kernpunkte, wo man aufpassen muss. Und ansonsten, mein Gott, was soll passieren? Ne? Wird hier dein Gegenüber fremd flirten? Soll er sie doch? Du kickst diesen Menschen aus deinem Haus und dann kommst du drüber hinweg, kommst wieder zu mir, wir legen hier Karten, schauen, wie es mit dem Nächsten wird. Ha? Wurdest du in der Vergangenheit betrogen? Lebst du noch? Gut. Umbringen wird es dich nicht. Also Hauptsache, du hast da nichts Komisches unterschrieben, das dich da langfristig unterziehen kann oder ähnliches. Ich meine, von daher, okay. Ja. Kannst gerne, oder du musst, schau, dass du zumindest nicht ablehnst, gell? Fändest du es fair, Wassermann, stell dir vor, dein Gegenüber wurde belogen, betrogen, hintergangen, ja, immer wieder verlassen und dann lernt dieser Mensch dich kennen und sagt, nein, du wirst mich auch belügen, betrügen, hintergehen, wirst mich verlassen, ich will dich nicht. Was würde dann in dir vor, du würdest sagen, ich bin aber nicht so. Gell? Okay, gut. Für Wassermann bitte. Ich und du. Wassermann. So. Hoppala. Wassermann, hier bei dir habe ich auf Kopfebene der Magier. Bei deinem Gegenüber habe ich hier 10 der Münzen. Okay, ich sehe es. Königin der Stäbe hier. Und hier habe ich die Teufelskarte bei deinem Gegenüber. Okay, ich sehe es. Du empfindest, da passiert etwas ziemlich Interessantes. Du empfindest dein Gegenüber als oberflächlich.
Ha? Soll ich dir sagen, was bei dir hier los ist? Wassermann, du zeigst dich deinem Gegenüber nicht so, wie du bist. Und dein Gegenüber nimmst du wahr als oberflächlich. Ja, das ist die Gleichung hier. Das ist die Gleichung hier. Ja. Der Magierkönigin der Stäbe gleich, ja. Der Teufel und 10 der Münzen hier. Du hast den Eindruck, dass das Gegenüber sich nur für dein Äußeres interessiert, sich einfach mit dir zeigen möchte, dich als einen sicheren Hafen sieht sozusagen. Und ich muss sagen, mit dem Magier und Königin der Stäbe ist es hier gar nicht möglich, dass dein Gegenüber dich für das sieht, was du bist, wenn du dich nicht so zeigst, wie du bist. Okay, ich habe hier Königin der Stäbe. Okay, eins muss ich zugeben, du siehst halt schon gut aus. Du siehst halt schon gut aus und man muss es ansprechen, wenn man es sieht. Und klar ist das ein Thema, klar ist das ein Anziehungspunkt hier. Aber ich habe hier mit Königin der Stäbe, sehe ich hier eine sehr fordernde Person. Ja, Wassermann, du forderst, förderst und forderst mit Königin der Stäbe. Ich sehe, dass du sehr viele Pläne in deinem Leben hast, mit dem Stab hier auch sehr agil bist. Ja? Sicherer Hafen, nichts da, du sagst. Es kann sein, dass ich nächste Woche plötzlich sage, ich will auswandern, tschüss. Ja? Du bist da nicht so eine Burg oder ähnliches, die da jahrhundertelang da bleiben wird. Aber eben mit dem Magier habe ich den Eindruck, dass du versuchst, hier etwas herauszufinden und dich dadurch nicht so zeigst, wie du wirklich bist. Okay? Deine wahre Identität, diese agile Art, diese flexible Lebensweise und das Feuer, das du hast, die Forderungen, die du hast, die behältst du hier für dich. Ja, deine Erwartungen behältst du hier für dich, um hier erstmal nachzuschauen, was das für ein Mensch ist. Und das versuchst du herauszufinden, indem du mit dem Magier hier gewisse Szenarien spielst, sehe ich hier so. Was genau tust du? Tust du zum Beispiel mal beleidigt oder mal kalt oder mal abweisend, um zu schauen, wie dieser Mensch da reagiert? Ich habe hier den Teufel liegen und 10 der Münzen liegen. Es gibt da irgendwo irgendeine Information über dich im Internet. Und damit ist dieser Mensch besessen. Irgendetwas im Internet über dich wird hier immer wieder aktualisiert. Möchtest du das? Geht dieser Mensch, ist ein Teufelskreis. Hier 10 der Münzen ist Internet, ja, Megabytes. Geht dieser Mensch da immer wieder bei den WhatsApp-Stories nachschauen, immer wieder aktualisieren oder dein Profil aktualisieren, dein Instagram-Profil, zieht da immer wieder runter, schaut, ob da was Neues kommt. Da wird immer wieder irgendetwas aktualisiert, sage ich dir. Es kann sogar sein, dass du irgendwo mal ein Profil hattest und das vergessen hat. Aber nee, es kommt mir vor wie etwas, das immer wieder aktualisiert wird und da schaut dieser Mensch immer wieder nach. Arbeitet ihr am gleichen Ort? Wo genau stehen da Arbeitszeiten und solche Dinge? Oder benutzt ihr Microsoft Teams, wo man sieht, wann du zuletzt online warst und solche? Also da wird irgendetwas immer wieder aktualisiert und angeschaut. Okay, also grundsätzlich der Teufel sehr besessen von dir. Sehr besessen. Ja, ist Feuer und Flamme für dich hier. Und ihre Gedanken kreisen die ganze Zeit um dich. Und mit 10 der Münzen hält dieser Mensch einen höflichen Abstand. Ja, das ist nicht Oberflächlichkeit, das ist einfach ein höflicher Abstand. Dabei ist dieser Mensch sehr an dir interessiert und mit dem Teufel vor allem daran, wie du auf natürliche Weise bist. Ja, weil der Teufel, das sind beide nackt. So wie du bist, oder? Ohne Kleidung, ohne Diplome, ohne Auto, ohne Haus. So findet dich dieser Mensch sehr interessant. Okay. Das möchte dieser Mensch hier auch in Erfahrung bringen. Vielleicht auch deswegen diese ständige Aktualisierung. Ja, dieser Mensch will erfahren, was sich unter dieser Oberfläche befindet. Okay. Er ist halt noch frisch, oder? Ja, ja,
Ja, man sieht's, man sieht's. Wassermann, ich werde jetzt hier schauen, was genau auf dich zukommt. Okay? Ich werde mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Dann werde ich diese Karten hier fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und dann werde ich mit Hilfe von diesen Zeitkarten dir sagen, an welchem Datum der nächste Kontakt zwischen euch beiden stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du einerseits hier links unten im Bild. Andererseits findest du den Link auch in der Infobox und auch in den Kommentaren. Ich habe da kommentiert und sowas angepinnt, damit das nicht runterrutscht. Da findest du zuoberst in diesem obersten Kommentar den Link zur Fortsetzung. Okay? Falls dir mein Stil gefällt, Wassermann, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.